Mein erster, wenn auch zeitlich begrenzter Besuch des Tibidabo und Gott sei Dank zu einer Zeit, wo der Vergnügungspark geschlossen war. In 500 Metern Höhe sieht man zur einen Seite hin über die gesamte Stadt und zur anderen ins Hinterland. Da es auf dem Weg lag, mussten wir als eingefleischte Fans der Romane von Carlos Zafón unbedingt den Palau Aldaya suchen und hatten das Riesenglück, noch das Originalgebäude zu sehen, was heute umgebaut ist zu einem Hotel. Diese Silhouette kennt jeder, der in Barcelona gewesen ist. Man sieht sie fast von überall. Wir sind jetzt in der besagten Straße, wo um 1900 herum all die Paläste und Villen der industriellen und reichen Leute gebaut wurden. Und hier suchen wir die Nummer 32, in der, gemäß den Büchern, so viel Glückliches und auch ganz Schreckliches passiert ist. Das ist sie also, die Originalvilla Nummer 32. Schade, schade, konnte man hier nicht ein Zafón-Museum einrichten als Ausgangspunkt für eine Runde durch Barcelona. Sogar die Blautram, von der die Rede ist, fährt hier noch. So, nach einigen Serpentinen kommt man hier an am Hotel Florida, 5 Sterne, und hat sofort eine große Aussichtsplattform auf die dahinterliegenden Täler. Auf dem Weg links nähert man sich dann der Kirche von hinten und geht auch auf den Funpark zu. Und ich lasse euch jetzt in Ruhe, damit ihr die Aussichten genießen könnt. Go by and never
never seem to heal. I'll cry, but not know why. The things that once excited don't appeal. I look forward to sleeping again, 'cause that's the only peace I get. My heart is retreating again to the place that I know best. So I'll climb when the morning comes to Mount Tibidabo and forget about everyone at Mount Tibidabo. Leave behind all the troubles on my mind, hoping that a new day has begun. I look forward to sleeping again, 'cause that's the only peace I... Ich hoffe, es hat gefallen und bedanke mich für jedes Like und Abo und natürlich auch für Kommentare.